Hallo, du bist auf diesem Video gelandet, weil du gerne wissen möchtest, wie man Tequila trinkt. Quatsch. Wenn du nicht weißt, wie man Tequila trinkt, bist du einfach zu jung für dieses Video und solltest sehen, dass du dieses Video schnellstmöglich geschlossen bekommst. Am einfachsten geht das über dieses X. Oh Quatsch, da ist ja gar kein X, da ist ja mein Kanallogo. Da kannst du natürlich gerne draufklicken, um dann meinen Kanal zu abonnieren. Wie trinkt man Tequila richtig? Das ist das Thema unseres Videos. Du kennst vielleicht die Geschichte, wie man Tequila falsch trinkt. Ich erzähle es noch kurz. Du nimmst die Zitrone, streichst sie über deinen Handrücken, gibst das Salz dazu, leckst es ab und kippst dir den Tequila hinter die Binde. Das ist die klassische falsche Methode. Könnt ihr gleich streichen. Ist völlig falsch. Richtig geht das so. Du gehst in die Disco oder Bar, bestellst dir einen Tequila, schnappst dir die nächstbeste Frau, nimmst die Zitrone, reibst sie ihr über den Hals, machst dir einen Knutschfleck und wenn du damit fertig bist, nimmst du den Tequila, gibst ihn in ihren Bauchnabel, schlürfst den Tequila. Und jetzt wirst du mich fragen, aber Adrian, was mache ich dann mit dem Salz? Ja, ganz einfach, den Salzstreuer steckst du ein und dann kannst du ihr am nächsten Morgen das Frühstück versalzen. Und falls du keine Frau zur Hand hast, dann tut es immer noch die Methode mit der Hand. Das ist eine alte Männerweisheit. Wenn man keine Frau zur Hand hat, tut es immer die Methode mit der Hand. In diesem Sinne, viel Spaß beim Feiern und Tequila trinken. Tschüss, euer Netzkaiser.